Hallo Friends und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe natürlich, dass es euch allen gut geht. Auf jeden Fall habe ich ja schon länger keine Storytimes mehr gemacht und da ihr dieses Format so sehr liebt, dachte ich, ich muss das unbedingt mal wieder machen. Die Storys sind natürlich wieder von euch, also von meinen Zuschauern. Ihr könnt sie mir einfach über Instagram schicken und macht euch keine Sorgen, alle werden anonym bleiben. Und das heißt, die ganzen Namen, Alter oder auch Standorte, die ich nenne, sind alle frei erfunden. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir direkt mit der ersten Story an. Hey, mein Name ist Melissa, ich bin 17 Jahre alt und vor genau einem Jahr ist mir etwas so unfassbar Peinliches passiert und meine Klasse macht sich einfach immer noch darüber lustig. Das Ganze war an einem Mittwochmorgen im Herbst und ihr müsst wissen, eigentlich trage ich nie Röcke und immer nur Hosen, aber an diesem einen Tag dachte ich, ich komme aus meiner Komfortzone raus und probiere was Neues aus. Wer hätte gedacht, dass ich diese Entscheidung so krass bereuen werde? Meine Schule ist ungefähr 20 Minuten von zu Hause entfernt, das heißt, ich musste jeden Morgen den Bus nehmen und es war so ein spezieller Bus, wo nur die Leute aus unserer Schule einsteigen durften. Das heißt, dieser Bus war voll mit meinen Mitschülern, den Leuten aus meiner Klasse und auch aus meiner Parallelklasse. An dem Morgen bin ich in den Bus eingestiegen und es war einfach so voll, dass ich bei der Tür stehen bleiben musste und als diese Schiebetüren dann zugegangen sind, hat es einfach meinen Rock mitgerissen. Und das Komische bei der ganzen Sache war, dass ich nicht mal gemerkt habe, dass mein Rock plötzlich weg war bzw. abgerissen war, weil er halt so breit war. Und eigentlich hatte ich auch eine Strumpfhose drunter an, aber die war halt durchsichtig. Das heißt, man konnte komplett meine Unterhose durchsehen. Und ich habe euch ja gerade gesagt, dieser Bus war komplett voll mit ganz vielen Mitschülern von mir. Die Leute in meiner Nähe haben angefangen zu lachen. Ich habe das aber nicht wirklich mitbekommen, weil ich halt Kopfhörer drin hatte und ich habe sie auch nicht angeschaut. Aber irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass so ein Flüstern herumgeht und die Leute miteinander reden. Plötzlich klopft ein Typ auf meine Schulter und zeigt auf meinen Rock, der komplett zerrissen auf dem Boden liegt. Und in dem Moment habe ich einfach realisiert, dass ich hier in Unterhose dastehe und es war mir so unfassbar unangenehm. Und Leute, das Schlimme bei der ganzen Sache war, dass ich auch noch eine richtig peinliche Mickey-Maus-Unterhose anhatte, weil alle anderen von mir in der Wäsche waren. Ich dachte, das sieht ja eh niemand, ist doch egal. Aber warum muss das ausgerechnet an dem Tag passieren? Ich habe sofort den zerrissenen Rock genommen, ihn irgendwie versucht, um meine Taille zu binden und bin dann bei der nächsten Station ausgestiegen, um nach Hause zu laufen. Das war aber leider noch nicht alles. Am nächsten Tag bin ich dann wieder in die Schule gegangen und habe einfach gemerkt, dass meine ganze Klasse mich anstarrt und am Flüstern ist. Ich habe sie gefragt, was denn genau los sei, als dann irgendein Junge mir plötzlich ein Video zeigte. Und es war ein Video davon, wie mein Rock weggerissen wird im Bus und wie ich in Unterhose dastehe. Dieses Video musste ich gestern, als ich nicht in der Schule war, komplett verbreitet haben, weil mittlerweile hat es einfach jeder gesehen gehabt. Und ich war so enttäuscht von meiner besten Freundin, weil sie mir nicht mal davon erzählt hat. Und sie hat es selber weitergeschickt, weil sie es lustig fand. Ich habe sie auch zur Rede gestellt, aber sie meinte einfach nur, ich sollte das Ganze nicht so ernst nehmen, es ist doch lustig und ich sollte einfach mitlachen. Aber das konnte ich nicht, weil mir das Ganze so unangenehm war. Ich hatte zum Glück genug Selbstrespekt, dass ich den Kontakt mit ihr abgebrochen habe. Jetzt habe ich zwar keine beste Freundin mehr in der Schule, aber ich finde das auch nicht weiter schlimm. Die nächsten Tage ging es mir einfach so unfassbar schlecht. Ich habe mich kaum in die Schule getraut, aber da mir die Noten trotzdem sehr wichtig sind, bin ich jeden Tag hingegangen. Und irgendwann bekam ich dann zu hören, dass sich ein Junge besonders gut für mich eingesetzt hätte. Und es war tatsächlich der Junge, der mich im Bus auch angetippt hat und darauf aufmerksam gemacht hat als einziger, dass mein Rock halt runtergefallen ist, ist zur Schulleitung hin und hat dafür gesorgt, dass alle diese Videos gelöscht werden bzw. verboten werden weiterzuschicken. Und tatsächlich, nach einer Woche war es gar kein Gesprächsthema mehr, jeder hat es irgendwie vergessen gehabt und die Leute haben mich wieder ganz normal behandelt wie davor. Mir war es wichtig, mich bei dem Typen zu bedanken, der sich so krass für mich eingesetzt hat und dank ihm geht es mir jetzt auch viel besser. In der Pause habe ich ihn also aufgesucht, habe mit ihm ein bisschen geredet und mich bedankt und habe ihm dann vorgeschlagen, dass ich ihn einmal zum Essen einladen könnte oder ins Kino zur Wiedergutmachung. Bei diesem Treffen haben wir einfach realisiert, wie gut wir uns eigentlich verstehen und wie viele Gemeinsamkeiten wir haben, weshalb wir uns angefangen haben, öfters zu treffen und tatsächlich, irgendwann sind wir auch zusammengekommen. Mittlerweile ist er mein Freund. Und erst nach einem halben Jahr hat er mir erzählt, dass er schon längst einen Crush auf mich hatte und mir deswegen so krass geholfen hat, weil es ihm wichtig war, wie es mir geht. Ich fand das Ganze einfach so unfassbar süß, vor allem weil er sich einfach niemals getraut hätte, mich anzusprechen. Und auch wenn diese ganze Aktion so peinlich für mich war, hat es im Endeffekt ja was Gutes, weil ich dadurch ihn kennengelernt habe. Ich erzähle euch diese Geschichte, weil ich es wichtig finde, sich nicht über andere Leute lustig zu machen, besonders weil ihr nicht wisst, wie es der anderen Person damit geht und auch, ob ihr richtige Freundschaften habt, weil gerade in solchen Fällen zeigt sich dann, ob es wahre oder falsche Freunde sind. Bedankt euch auch immer bei den Menschen, die bei schweren Zeiten an eurer Seite stehen und denkt daran, auch wenn ihr mal eine schwere Zeit habt, die geht auch vorbei und im Endeffekt vergessen das alle Menschen, weil die Leute konzentrieren sich sowieso nur auf sich selbst. Gehen wir direkt weiter zur nächsten Story. Hey, mein Name ist Lisa, ich bin 19 Jahre alt und vor 2 Jahren ist mir etwas so Lustiges passiert und ich dachte, ich erzähle euch einfach mal davon, weil es war in einem Flugzeug.
Ich bin damals nach Los Angeles geflogen, auch alleine, also ohne meine Eltern oder irgendwelche Freunde, einfach weil ich ein Sprachcamp machen wollte, um mein Englisch zu verbessern. Ich bin in dieses Flugzeug eingestiegen und habe mir wirklich nichts dabei gedacht, hatte auch einen relativ coolen Platz und dann bin ich irgendwann mitten im Flug auf die Toilette gegangen und sie war halt nicht abgeschlossen. Ich habe sie also aufgemacht, um reinzugehen und habe einfach realisiert, dass da ein Pärchen ist, was gerade Punkt, Punkt, Punkt macht. Im Flugzeug! Ich war so erschrocken, habe direkt die Tür wieder zugemacht und bin zurück zu meinem Platz gegangen. Ich bin den ganzen Flug nicht mehr auf die Toilette gegangen, weil ich so traumatisiert war. Ich dachte, das Pärchen auf der Flugzeugtoilette hätte mich auch gesehen oder gemerkt, aber ich glaube, die sind da nie rausgegangen oder haben das nicht mal realisiert, dass ich da reingegangen bin, weil danach passierte etwas, was so komisch war. Ich sah eine ältere Frau, die in die Richtung der Toilette gegangen ist, wo ich gerade auch war. Ich habe auch überlegt, sie zu warnen, aber es war auch schon zu spät. Sie hat die Tür aufgemacht und sich so erschrocken. Ich glaube, sie war auch richtig sauer und ich bin mir ziemlich sicher, diesmal hat das Pärchen das gemerkt, weil sie war so laut. Direkt ist die ältere Frau zu der Stewardess, hat alles gepetzt und auch die Stewardess hat sich so krass darüber aufgeregt. Leute, ich wünschte, ihr wärt dabei gewesen. Es war so lustig, die ganze Situation. Das Pärchen ist aus irgendeinem Grund aber immer noch nicht rausgekommen. Entweder weil ihnen das Ganze so unangenehm war oder weil die es irgendwie doch nicht realisiert haben. Ich weiß es nicht. Die Stewardess hat dann eine Durchsage gemacht durch das ganze Flugzeug, so dass wirklich jeder es mitbekommen hat, dass dieses Pärchen jetzt bitte aus der Toilette rausgehen soll, was sie da gerade machen, nicht in Ordnung ist. Also wirklich, sie hat ausgesprochen, was die beiden da gemacht haben. Ich kann das jetzt nicht in diesem Video sagen, weil ich sonst safe gesperrt werde. Ich fand die Situation einfach so lustig, weil ich noch nie eine Stewardess gesehen habe, die sich so unfassbar darüber aufgeregt hat. Irgendwann ist das Pärchen dann tatsächlich rausgekommen und die Leute haben einfach angefangen zu klatschen. Ich weiß nicht genau warum, aber die haben einfach geklatscht, während die vorbeigelaufen sind. Und das allerbeste, Leute, ich glaube, diese Stewardess ist dann später auch zum Piloten gegangen und hat gepetzt, weil der Pilot hat dann auch nochmal eine Durchsage gemacht, dass das Ganze nicht geht, dass sowas nicht vorkommen darf und dass es einfach nur ekelhaft ist für die anderen Passagiere. Nachdem ich wieder gelandet bin, habe ich es meinen Freundinnen erzählt und einfach niemand hat es mir geglaubt. Es war auch einfach so eine komische Situation, Leute. Gehen wir direkt weiter zur nächsten Story. Hey, mein Name ist Maria, ich bin 20 Jahre alt und ich würde euch gerne eine eher traurige Geschichte erzählen. Als ich ungefähr 15 Jahre alt war, kam ein neuer Junge in unsere Klasse und ich habe mich direkt in ihn verliebt. Er sah einfach so gut aus und war komplett mein Typ. Nur leider war das Problem, dass gefühlt alle Mädchen auch einen Crush auf ihn hatten, ne? Und deswegen dachte ich zuerst, ich hätte gar keine Chancen. Im Biologiekurs wurden wir dann jedoch zusammengesetzt für eine Partnerarbeit, also die wurde zufällig ausgelost. Das heißt, wir mussten uns auch nach der Schule treffen, um diese Präsentation vorzubereiten. Und als ich davon erfahren war, ich war einfach so unfassbar aufgeregt und habe versucht, einfach mein Bestes zu geben. Sowohl damit er denkt, dass ich schlau bin, als auch, dass ich lustig bin. Und generell, dass dieses Treffen von uns beiden einfach so gut wie möglich wird. Zum allerersten Mal haben wir uns bei mir getroffen, um halt zusammen diese Bioarbeit vorzubereiten. Und an sich haben wir uns richtig gut verstanden. Und da wir auch beim ersten Mal nicht wirklich fertig waren, haben wir uns dazu entschlossen, am nächsten Tag uns bei ihm zu treffen. Wir haben wieder ein bisschen gearbeitet, die meiste Zeit aber geredet und dadurch sind wir halt gar nicht vorangekommen mit der Arbeit, was aber umso besser war, weil dadurch mussten wir uns halt immer mehr und mehr und mehr treffen. Vor jedem Treffen war ich aber so unfassbar aufgeregt und habe mich richtig gefreut. Und meine beste Freundin hat irgendwann gefragt, ob ich einen Crush auf ihn hätte. Zuerst habe ich natürlich Nein gesagt, weil es mir unangenehm war. Und wie gesagt, jedes Mädchen aus der Klasse hatte einen Crush auf ihn. Deswegen hatte ich Angst, dass sie vielleicht auch einen Crush auf ihn hat. So ging es ein paar Tage. Die ganze Zeit fragte sie mich, ob ich denn nun jetzt einen Crush auf ihn hätte. Und ich meinte die ganze Zeit nur Nein. Aber sie gab mir halt immer das Gefühl, als könnte ich ehrlich zu ihr sein und sie würde immer hinter meinem Rücken stehen. Mein Crush und ich trafen uns immer weiter und irgendwann war halt diese Bio-Präsentation vorbei und trotzdem haben wir uns weiter getroffen. Es wurde auch immer ernster zwischen uns beiden. Wir haben zwar nie wirklich darüber geredet, was wir sind, aber wir hatten sogar einen ersten Kuss zusammen. Und wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass ich meiner besten Freundin vertrauen kann und ich wollte mit irgendjemandem darüber reden, also habe ich sie erzählt, was ein großer Fehler war. Sie wirkte total begeistert und als würde sie sich für mich freuen, deswegen dachte ich, ich müsste mir keine Sorgen machen, jedoch war das total umgedreht. Ab dem Zeitpunkt, wo ich es meiner besten Freundin erzählt hatte, fing mein Crush an, mich plötzlich komisch zu behandeln bzw. sich langsam zu distanzieren. Das Ganze fing damit an, dass er aufhörte, mir irgendwelche Nachrichten zu schreiben oder zu fragen, ob wir uns treffen wollen. Und auch bei unserem allerletzten Treffen war er so komisch drauf und hat mir gar keine Aufmerksamkeit mehr gegeben und war richtig kalt zu mir. Als ich dann mich eigentlich nochmal mit ihm treffen wollte und ihn gefragt habe, hat er irgendeine ganz komische Ausrede gesucht, aber halt auch klar gemacht, dass er sich nicht weiter mit mir treffen möchte und ich war so am Boden zerstört. Irgendwann fing er schließlich an, mich auf WhatsApp zu ignorieren und auch in der Schule haben wir kein Wort mehr miteinander geredet und ich hatte keine Ahnung, woran es lag. Ich dachte, vielleicht hat er einfach Gefühle verloren und hatte generell von Anfang an kein Interesse.
Das Ganze habe ich natürlich meiner besten Freundin erzählt, weil ich mich bei ihr ausheulen wollte. Und sie meinte, ich sollte ihm gar keine Chance mehr geben, auch nicht mit ihm darüber reden oder irgendwas machen. Deswegen gab es zwischen mir und meinem Crush auch nie ein klärendes Gespräch und wir haben uns auseinandergelebt. Erst ein Jahr später habe ich herausgefunden, dass meine beste Freundin hinter dem Ganzen steckte. Wie sich herausstellte, hatte sie doch auch einen Crush auf ihn und konnte es mir gar nicht gönnen, dass ich was mit ihm hatte. Also ist sie an irgendeiner Pause, wo ich mal in der Schule nicht war, zu ihm gegangen und hat darüber geredet, dass ich ihn wohl nur ausnutzen würde, beziehungsweise einfach nur was mit ihm machen würde, damit ich ihn verarschen könnte und lustige Geschichten über ihn erzählen könnte. Sie hat mich so schlecht dargestellt und hat aber auch verhindert, dass wir irgendein klärendes Gespräch haben, weil sie ja gesagt hat, ich soll nicht mit ihm darüber reden. Ich erzähle euch diese Geschichte, weil ich einfach möchte, dass ihr aufpasst, was für Freundinnen ihr habt. Und generell, wenn ihr irgendwelche Schwierigkeiten mit einem Typen habt, dann versucht darüber zu kommunizieren oder zu reden, weil ihr wisst nie, was das Problem ist. Gehen wir direkt weiter zur nächsten Story. Hey, mein Name ist Miriam, ich bin 17 Jahre alt und mir ist, als ich 14 war, etwas so unfassbar Peinliches bei einer Pyjama-Party passiert. Ihr werdet mir nicht glauben. Ihr müsst wissen, ich war damals noch nicht besonders beliebt, das heißt, ich war noch nicht besonders hübsch und so und habe keine Aufmerksamkeit von Jungs bekommen und es war die allererste Party, wo ich eingeladen war, wo auch Jungs übernachten würden und ich war so aufgeregt. Ich hatte mich richtig krass dafür vorbereitet, also ich hatte sogar ein Pyjama-Set gekauft und wusste auch ganz genau, was für eine Decke ich mitnehmen werde, damit es nicht peinlich ist und einfach schön aussieht. Und auch in der Schule in unserer Klasse war das einfach Gesprächsthema Nummer 1, weil sich alle so krass darauf gefreut haben. Es war ein Geburtstag von einem sehr beliebten Mädchen aus unserer Klasse, mit der wir einigermaßen gut befreundet ist, aber sie wollte halt alle in der Klasse mit einladen, damit wir halt unsere Klassengemeinschaft stärken. Deswegen waren auch die Jungs mit eingeladen. Und sie war halt generell ein Mädchen, das sich sehr gut mit Jungs auch verstanden hat und auch bei denen beliebt war, deswegen sind die auch gekommen. Hätte ich gewusst, dass diese peinliche Sache mir passiert, wäre ich wahrscheinlich niemals dorthin gegangen. Der Abend fing eigentlich richtig cool an. Wir haben uns alle Pizza bestellt und in einen Kreis gesetzt, um einfach zu reden. Und zum allerersten Mal habe ich so eine Klassengemeinschaft gespürt. Also wir haben uns richtig gut verstanden. Und normalerweise ärgern die Jungs halt immer die Mädchen in der Klasse. Beziehungsweise es ist so gespalten, dass halt die Jungs was machen oder die Mädchen was machen. Aber an dem Tag war es einfach anders. Es fühlte sich einfach so an, als würden heute ganz andere Regeln gelten. Ein paar haben auch angefangen zu trinken, weil wir hatten Alkohol, aber ich war damals noch ein bisschen zu schüchtern und ich war ja auch erst 14 Jahre alt, deswegen habe ich nichts davon getrunken und niemand war auch wirklich krass betrunken, also es war jetzt nicht der Rede wert. Irgendwann haben wir uns dann alle Eiscreme geholt, also McFlurry von McDonald's und haben dann angefangen einen Horrorfilm zu schauen und Leute, der war so gruselig. Normalerweise hätte ich mir so einen Film auch niemals angeschaut, aber ich wollte vor den Jungs in unserer Klasse cool wirken und nicht wie ein Weichei, deswegen habe ich einfach mitgeschaut und bei keiner einzigen Szene weggeschaut, was echt ein schlimmer Fehler war, weil ich hatte so Albträume davon. Irgendwann haben wir uns dazu entschlossen, schlafen zu gehen, also haben alle ihre Schlafsachen ausgebreitet, sich hingelegt und dann sind die auch eigentlich relativ schnell eingeschlafen, nur ich konnte die ganze Zeit nicht schlafen, weil dieser Horrorfilm mich so traumatisiert hatte. Ich glaube, ich habe insgesamt eine Stunde gebraucht, um endlich einschlafen zu können. Und Leute, ihr wisst nicht, was mir passiert ist. Ich habe einfach von diesem Horrorfilm weitergeträumt und habe mir dabei in die Hose gemacht. Einfach wirklich in die Hose, nicht nur im Traum, sondern halt auch in echt. Als ich am Morgen aufgewacht bin, habe ich nur gemerkt, dass die Leute angefangen haben zu reden. Und als ich hinhörte, meinten sie die ganze Zeit, boah, hier stinkt so sehr, irgendjemand muss in der Nacht gefurzt haben oder so. Und als ich dann aufstehen wollte, ist mir aufgefallen, dass ich mir einfach in die Hose gemacht habe. Meine komplette Unterhose war voll. Direkt bin ich auf die Toilette gegangen. Es war mir so unfassbar unangenehm und habe versucht, alles sauber zu machen. Ich habe einfach meine Unterhose genommen, in so eine Tüte gepackt, die ich dort gefunden habe und habe irgendwie versucht, das unter meinem Bauch zurück in das Zimmer zu tragen, zu meiner Tasche. Zum Glück hat niemand herausgefunden, was an dem Tag passiert ist. Leute, es war mir so unfassbar unangenehm und ich hatte so Angst, dass sie das herausfinden, weil es ja alle meine Klassenkameraden waren. Ich bin dann auch direkt nach Hause gegangen, weil mir das Ganze so unangenehm war. Ich habe einfach gesagt, ich habe irgendeinen Termin oder so und habe meiner Mutter davon erzählt und meine Mutter musste so lachen. Sie hat dann schnell die Wäsche gemacht, ich habe mich dann auch richtig gewaschen und danach ist mir zum Glück sowas nie mehr passiert. Ich weiß auch nicht, wie es sein kann, dass mir ausgerechnet bei dieser Übernachtungsfeier sowas passiert, weil davor ist mir sowas auch noch nie passiert. Das Ganze war mir so unangenehm und ich konnte es einfach nicht vergessen, dass ich mich nie mehr getraut habe, zu einer Sleepover-Party zu gehen, weil ich Angst hatte, dass mir sowas Ähnliches nochmal passieren könnte. Immer wenn es irgendwelche Übernachtungspartys gab, hat meine Mom mich davor abgeholt, damit ich die Nacht dort nicht verbringen muss bzw. irgendwo anders schlafen muss. Und meine Mom hatte natürlich auch Verständnis dafür, deswegen hat sie mich auch immer direkt dann abgeholt. Ich bin meiner Mom auch so dankbar. Das war's tatsächlich auch schon mit der letzten Story. Ich bin euch ganz ehrlich, keine Ahnung, was für eine Lehre man daraus ziehen kann. Das Mädchen hat aber dann selbst gesagt, dass sie mittlerweile die ganze Situation einfach nur noch lustig findet, weil es halt sehr lange her ist.
Ich würde das Video an dieser Stelle auch beenden. Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen und wenn du mich abonnieren würdest. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!